Herzlich willkommen hier zur heutigen Folge hier von Arsch. Wir fahren jetzt mal zum Hof mit dem Wegwagen und holen und lassen ihn mal voll tanken wieder. Das dauert ja mal ein bisschen und dann schnappen wir uns einen anderen LKW und wenn wir das Holz zum Sägewerk fahren, ne? Einmal ein Teil, deck mal zwei Ladungen, wenn es ungefähr wären, dann kann der schon mal arbeiten. Und wir können ja weiterhin, wenn wir noch schaffen, heute den Rest Holz machen, ne? Mindestens der Hand von dem Wald da oben die Ecke. Morgen früh müssen ja die Kühe versorgen und die Schweine in Game. Jetzt ist es 12:30 Uhr. Wir spielen mit 5-facher Geschwindigkeit. Da das im Winter optimal. Ich werde mal gleich auch aufhören lassen. Pflanzenschutzmittel für den globalen Markt. Und da verkaufen für Thüringen. Vielleicht brauche ich da irgendwann mal was. Und dann ist was da, ne? Darum geht's ja. Denn ich habe ja hier ungefähr eine 500.000 ausgegeben. Für Stroh und für Weizen. Vor allen Dingen für Weizen. Und das muss sich ja irgendwo das Geld rückfinanzieren lassen, ne? Und das Geld muss ich hier wieder erwirtschaften durch. Ja. Zum einen mit Dünger, zum anderen mit Saatgut und in dem Falle Kompost 5. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Rund 20.000. Da können wir gutes Geld verdienen. Jetzt geht zwar noch mehr, aber wie gesagt, das ist optimal. Den können wir gleich mal drum kümmern, wegen Dünger und wegen Mist. Dann fahren wir gleich mal rüber zur BGH, holen wir Gärreste. Dann können wir hier nochmal Dünger verkaufen. Ah, unser Fahrer kommt wieder. Stehen wir nicht im Wege? Ja, Glück gehabt. Dünger kommt nochmal zusammen. Dünger 150.000 ungefähr nachher, schätze ich mal. Knapp drunter. Die brauchen hier auch Geld, ne? Denn sobald wir in Thüringen neu durchstarten, muss ich ja im Prinzip gleich die Aussaat machen. Eine Möglichkeit, die Waren, die wir hier verwenden können. In erster Linie Weizen und Gerste. So. Verkauft. War nicht viel, aber gut. Dann fahren wir jetzt gleich Richtung BGH. Muss ja sein. Dann können wir gleich nachher nochmal den Mist holen von der Kühe. Kommt ein bisschen vom Plan ab, weil ich die Milch erfahren wollte. Aber das muss auch aufgefüllt werden erst. Das dauert ja auch mal eine Zeit lang. Und derzeit muss man auch anders machen. Ne? Und derzeit, wo der da im Prinzip auftankt, müssen wir zurück und den Mist fahren. Hoffen, dass ein LKW frei ist. Weil ich gleich aufdecken wollte, wenn das Spielstand nicht gerettet worden wäre, was ich hier arbeitete, um es einigermaßen so hinzukriegen, wie es mal vorher war. Ne?
soll ja nicht mit Cheaten sein, soll ja einfach so funktionieren, ne? Können wir gleich mal gucken, wegen Förderband aktivieren. Das möchte ich hier verkaufen. Im Grunde, das kann ich verkaufen. Das Garage. Garage, genau. Ich habe ja nur ein Silo gekauft. Die Silage müsste eigentlich stehen bleiben. Also liegen bleiben. Stehen ist gut. Die habe ich auch noch. Die machen sich sehr gut für Stroh. Gewichte. Das habe ich auch Förderband, das ist Wahnsinn. Pumpen müsste ich noch. Ach, da haben wir schon. Ups, die Silage auch weg. Gut, das war nicht so geplant. Ja, mein Schweinestall ist der Mist da geblieben, ne? Hm. Gut. Dann müssen wir mal eine Gelegenheit aufräumen. Dass wir hier mal was Neues errichten können, und zwar mit Fabriken. Im Grunde kann ich die verkaufen. Die brauche ich da nicht mehr. Ich muss nur gucken, wie ich den richtigen verkaufen. Das ist das Problem. Ich habe eins, zwei beim Kuhstall. Das soll erhalten bleiben. Ein Förderband soll auch bleiben. Also eins soll bleiben. Wird nicht funktionieren. Weil ich nicht aussuchen kann. Zwei müssen bleiben, aber gut, egal, kaufen wir dann mal. Dann muss ich mal bei Gelegenheit drei Dinge neu kaufen. Für den Mist. Gut, dass die Silage auch wegknallt, ne? Müsste ich mir aber ungefähr gut schreiben müssen. Das sind auch einige 100.000. Obwohl ich doch nicht so hinterher trauern tue. Gut. Die verkauft? Das passt. Die Dinger waren mittendrin. In der Wand. Ja, das ist schlecht. Dann werde ich hier mal Fabriken aufstellen, zwei Stück. Bei Gelegenheit, und dann nachher mal sehen, dass wir das hinkriegen. Wenn wir mal Mais haben oder so, dass wir da entsprechend voll machen können. Sind ja auch ungefähr 100.000 Liter, eine Million Liter, die reinpassen. An Silage und einer plus das Häcksle guten Ende hinzukommen, ne, wenn das ne, verarbeitet wird. Geht ja mal was rein, ne? Und das plane ich dann für übernächste Saison. Wo die Silage ist, nicht der Preisrenner, ne? Also muss ich zusagen, ne? Dann ist es besser, ihr macht hier Silage Ballen, also das ist eigentlich. Aber allein das Spiel ist mit einfacher Prinzip, ne? Sagen wir hier mit. Ja. Mit Siloarbeit zum Beispiel, das ist richtig umständlich. Man muss ja verdichten, dann muss reingefahren werden. Das muss auch klappen. Und dann muss es in Richtung BGH verbracht werden. Und das ist das Geld, das man hier kriegt, zu wenig. Tendiere ich mehr dazu. Dass wir das Oh, ja.
Der Motor muss dranbleiben. Sonst kippt er nicht aus. Ach, komm, gleich Mist holen. Der ist gerade hier günstig. Nehmen wir den mal gleich. Dann können wir gleich mal eine Fuge Dünger reinkippen im globalen Markt. Wenn dann da nicht entsprechen. Die Förderbahn ist ja weg, stimmt ja. Kommen wir so rum? Nee. Da kommen wir so nicht rum. Das macht es ja ein bisschen umständlich, ne? Also Misthaufen an sich ohne Förderband ist ja ungünstig, ne? Und so ein lockeres, einfaches Förderband macht es ja auch nicht einfacher. Ups. Wie kippelt er so? Hat nicht gemacht. Muss ja voller Anhänger sein. Nicht so originell, wenn er das so hoch drückt, ne? Das sind ja etliche Tonnen. Aber der steht hier im Weg, da muss ich gleich mal, weg haben. Ist der komplett im Weg. Fahren wir hier rein. Dann können wir gleich mal eine Ladung Dünger rausholen. Denn die Produktion ist mir voll. Also mit Rohstoffen als auch mit, Dünger. Fehlt nur noch ein Rest. Dann wäre es äußerst ärgerlich, wenn man da jetzt den nicht arbeiten lassen kann. Zur nächsten Nacht haben wir schlafen. Das dauert zwar noch ein paar Stunden, aber der Tag kommt ja, ne? Oder die Stunde, ne? Und wir wollen ja nicht hier nach Möglichkeit Produktion immer arbeiten lassen, wenn es möglich ist. Ne? Das klappt ja im Sommer garantiert nicht. Reicht ja aus, wenn wir einen Hänger voll machen. Denn dann kann er halt weiterarbeiten. Und wir können jetzt mal die Milch zur, Molkerei fahren, ne? Ja, dann kommt man der BGH in Zukunft mit Mist und Gülle rein, ne? In Zukunft. Die Lage noch nicht mehr. Ich habe nicht gedacht, dass die Silage mitverkauft wird, beziehungsweise entsorgt wird. Galt da auch nicht viel krieg. Das andere Zeug blieb liegen, ne? Das, das Mais. Aber das andere nicht. Finde ich ungerecht. Das, was ich nicht gebrauchen kann, bleibt liegen. Ja, geht ja nicht. Muss ich mir gut schreiben, jetzt auch nichts. Ich habe herausgefunden, wo es geht. Das musste ich heute immer wieder suchen, weil ich jetzt schon einen Spielstand vorbereitet hatte mit Umarbeiten. Denn irgendwann muss man ja was anfangen, ne? Wenn man nicht weiterkommt.
Ja, ihr wollt ja hier diesen Spielstand nicht aufgehen. Ich bin wieder zurück. Das sind ja hier ein Jahr Arbeit, kann man sagen, ne? Also den Marsch habe ich angefangen zu spielen, da war kam der einfach raus. Dann habe ich den Umzug gemacht, aber geldmäßig nur von der anderen Karte. Ich finde die Karten von LS eine Katastrophe. Sie sehen alle optisch schön aus. Naja, die sind ja alle dafür gedacht, wenn du noch alleine spielst mit kleinen Maschinen, da kannst du größere Felder gar nicht bedienen. Aber die vergessen dabei auch, dass da 16 Spieler spielen könnten. Ne? Und da ist halt nichts. Ja. Kann man hier auch auskippen? Nee. Hier geht nicht. Gut, macht ja keinen Sinn, ne? Aber in der Halle. Da haben wir eine digitale Anzeige. Schön übersichtlich. Da kann man sehen. Wir haben schon richtigen Schwung. Vollmilch. Butter. Sahne. Joghurt. Quark. Da können wir schon palettenweise verkaufen. Da müssen wir sehen, dass wir Holz machen, ne? Denn Milch haben wir noch etliche. Aber für heute ist Schluss. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao, ciao. Bis vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss. Morgen geht's weiter hier mit Holz. Leider ist es so im Winter, ne? Tschüss.